Hallo, ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Handarbeitsvideo. Und zwar hatte ich mir noch mal was bestellt gehabt. Das hatte ich euch ja, glaube ich, erzählt. Ich muss euch eh noch so einiges erzählen, weil ich hatte mir ja letztens Nadeln bestellt und oh Gott, das ging so gar nicht. Aber nun gut, fangen wir erstmal an. Mit meiner ersten Bestellung. Die habe ich. Moment, jetzt muss ich gucken, ich bin wieder spitzen vorbereitet. Bei Tinkus. Heißt das Tinkus? Tinkus Strickparadies. Naja, Tinkus Strickparadies habe ich bestellt. Zum einen natürlich Wolle, wie soll es auch anders sein? Und was für Wolle? Sockenwolle. Na klar, weil Socken haben mich ja zurzeit angesteckt. die Banderole ist hier, genau. Die fand ich ja so oberaffengeil von Opal. Sunrise heißt die. Da hatte ich kurz mal angestrickt, weil ich die Nadeln ausprobieren wollte, die ich euch gleich noch zeige. Und die ist so schön. Ich finde die so toll. So sehen die dann aus. Seht ihr das überhaupt? Naja, so gestreift, ne? Halt in so blau und braun. Wunderschön. 100 Gramm, 425 Meter. So. Und Nadelstärke wieder 2,5, ne? So wie sonst auch. 75 Schuhe. Und 25 Polyamid, also halt stinknormale Sockenwolle. Und die fand ich auch so toll. Oh, also wenn jetzt wieder irgendwas hört, oben wird schon wieder getrampelt. Oh, ich freue mich, ehrlich. Auch von Opal, vierfach. Was ist denn das eigentlich? Ist das auch vierfach? Ja, ist auch vierfach. Die ist auch vierfach. For Ladies and Gentlemen, ne? Aber so schön blau. Ich fand die auch so schön, obwohl in der Kamera kommt das viel blauer rüber, als es eigentlich ist. Das ist ja, wie so ein bisschen wie so ein ausgewaschenes Blau. Das ist in der Kamera viel, viel stärker. So sieht das gar nicht aus. Also so ein schönes ausgewaschenes Blau. Und so sehen die dann aus. Ja. Genau dasselbe wie bei dem anderen. Dieselbe Zusammensetzung, dieselbe Länge und dieselbe Nadel. Opal halt, ne? So, die beiden, an denen konnte ich nicht vorbeigehen, weil die hatten auch. Genau, da müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Gut, so lange ist es nicht her, wo ich da bestellt habe, aber die haben 20% auf Opalwolle und die haben eine ganz große Auswahl dort. Also schaut mal rein. Tinkus Strickparadies. Weswegen ich da überhaupt bestellt habe. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir das Sockenwunder gekauft habe und damit ich ja auch schon eine Socke angefangen habe. Und ich habe aber gesagt, ich möchte gerne von Chiago die Nadeln ausprobieren, weil die super Spitzen haben. Und da habe ich mir das kleine Set bestellt. Nadelstärke 2,5. Da habt ihr jeweils zwei von zwei Nadeln drin. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also, da sind zwei von diesen längeren Nadeln dabei, 8 cm, und zwei Stück von den 5 cm. Und jeweils zwei Seile. Das ist jetzt das längere Seil. Das ist, glaube ich, 13 cm oder 12,5 cm. Hier steht 15 cm, aber ich glaube, im Internet, also auf der Seite stand was anderes. Müsste ich nochmal gucken, aber wir können einfach mal messen. Das ist das längere Seil. Auf alle Fälle. Weil das andere Seil habe ich nämlich schon dran, beziehungsweise die anderen Nadeln. Das hat. Na, wo misst man das denn? Also, wenn ich das jetzt von dort aus messe, sind das 17, 16, 15 könnte hinhauen. Keine Ahnung, wie das gemessen wird. So, also nochmal zurück. Ihr habt eine längere Nadel und eine kürzere Nadel. Also, wie bei dem Sockenwunder. Und guckt euch mal diese Spitzen an. Die sind ein Träumchen. Die sind wirklich, wirklich toll. Die haben auch ein wunderschönes Eigengewicht. Also die sind nicht federleicht wie manch andere Metallnadeln. Und wie gesagt, ich musste es ja natürlich schon ausprobieren und habe es ja auf meine Socke gezogen. Ich bin gerade bei der Ferse, aber das weiß ich nicht, ob ich die nochmal aufribbel. Das ist zwar eine verstärkte Ferse, aber irgendwie ist mir die zu löchrig. Ich weiß nicht. Macht die vielleicht doch ein Glatt rechts? Mal sehen. Muss ich mal gucken. Aber hier sind die Nadeln schon drauf und hier habe ich das kürzere Seil drauf und hier passt das ideal. Und die Nadeln, ich habe gestern gestrickt. Oh, ey, wirklich ein Traum. Und deswegen werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch noch das große Set holen. Die großen Nadeln zum Stricken, weil ach, damit
Lochmuster und sowas stricken, das ist echt wunderschön, wirklich. Ich kann die jedem nur empfehlen, der sie noch nicht kennt. Sind zwar ein bisschen teurer in der Anschaffung, ja, aber ich denke, da hat man eine ganze Weile was von, beziehungsweise, ne, wenn man damit pfleglich umgeht. Und ich kann die nur empfehlen. Das Set halt war jetzt ein bisschen teurer. Naja, ein bisschen teurer. Also Chiago ist halt nie so günstig. 22 €, wenn man jetzt überlegt, 11 € pro Stück, ja, geht. Ja, ist verschmerzbar. Dafür, dass sich so gut stricken lässt. Und die Seile, da ist ein Draht drin wahrscheinlich. Und also, ihr habt es ja schon gesehen, ne? Es geht auf und es ist offen. Also es ist nicht so wie manch andere, die sich dann verknoten und also spitzenmäßig. Man kann die sogar so zusammendrücken und also dafür bezahle ich den Preis echt gerne, wenn die so top sind, die Nadeln. Ich will das große Set haben. Ach, ich muss auf nächsten Monat warten. Ah, oh Gott. Kennt ihr das? Schrecklich. Man will was haben und dann muss man warten. Ah ja, gut. Kriege ich hin. Morgen kommen meine Knit Pro Carbons, heißen die so? Carbon, also diese Carbon Stricknadeln von, entschuldigt, von Knit Pro. Weil ich hatte mir die Knit Pro Royal gekauft. Ich habe die schon nicht mehr da. Ich kann sie euch schon gar nicht mehr zeigen. Ich habe die schon wieder verkauft. Ich habe die ausprobiert. Lief ganz gut. Hatte ich euch ja gezeigt hier, dass ich die mir schon auf mein Tuch gezogen hatte. Und ich merkte aber nach einer Weile, die gehen gar nicht. Die gingen überhaupt nicht. Die haben mich so genervt. Die hatten nämlich, vielleicht habt ihr es ja gesehen, die hatten ja den Innenteil, der war ja aus Holz. Und die Spitze war aus Silber. Ach, Silber, Quatsch, aus Metall. Alles gut und schön. Mag ich ja. Bloß, die Spitze vorne hatte vorne ein Loch. Wie diese Löcher hier hinten. Seht ihr das? Genau. So ein Loch hatte das Ding in der Spitze. Vielleicht kann man die Nadel austauschen, wenn sie mal kaputt ist. Wie auch das gehen soll, keine Ahnung. Jedenfalls hatte die da ein Loch. Und das hat beim Stricken echt genervt. Also wer damit klarkommt, alle Achtung. Ich fand es einfach nur mega nervig, weil man jedes Mal dieses Loch gemerkt hat, dann bin ich auch manchmal da rein und oh, da krieg ich Anfälle, deswegen mussten die weg. Die habe ich dann sofort verkauft, wurden dann auch abgeholt und ja, weg, 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 weg. Und deswegen habe ich mir jetzt die Carbons gekauft. Die sollen ja teuer sein. Also, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich bin gespannt. Zur Not kann ich die auch wieder verkaufen. Also, das ist ja nun nicht das Thema. Was anderes, die hatte ich mir ja auch gekauft. Das hatte ich ja, die hatte ich ja so, da war ich ja so gespannt drauf. Und Leute, auch das kriege ich nicht hin. Das Nadelspiel ist mir zu viel mit 5 Nadeln. Und Archie Crazy Trio mit 3 Nadeln ist mir auch zu viel. Ich krieg es nicht gebacken. Die sind jetzt auch schon verkauft, die muss ich heute verpacken. Ich krieg's nicht hin. Ich bin da ja zu dusselig für. Ich brauche wirklich eine Rundstricknadel. Anders krieg ich's nicht hin. Bin da, ja. Ja, ich bin da doof. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren kriege ich es hin. Probier es nochmal mit dem Nadelspiel. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann weg. So. Wie gesagt, morgen kommen die Carbons. Dann habe ich mir noch was bestellt. Ich hatte ja erzählt, zwar in einem Bastelvideo war das, aber ich habe erzählt, dass ich färben möchte. Ich möchte meine eigene Wolle färben. Weil, wie gesagt, ich habe spezielle Wünsche und gibt es dann nicht, beziehungsweise sind denn von einer Firma, die schweineteuer ist. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und für einen Knoll unbedingt 15 € ausgeben? Nö, will ich nicht. Ganz einfach. Also mache ich es mir einfach. Ich färbe meine Wolle selber. Und ich habe mir so viele Videos angeguckt und dies und das und jenes und oh, ich finde das einfach nur geil und da, mir kribbelt es in den Fingern. So. Ich habe mir Wolle bestellt, Rohwolle, und ich habe mir Farbe bestellt. Habe dann natürlich auch rumgeguckt. Also es hat, ich glaube, 4 Tage insgesamt habe ich mich umgeguckt, was für eine Wolle ich bestelle, was ich holen muss, welche Farbe, pipapo. Meine Finger sind schon bunt, weil ich die Farben angefasst habe. Naja, ich zeige euch erstmal die Wolle. Und Wolle habe ich bestellt bei Schmusegarne. So, einen Moment, hier ist ein bisschen wenig Platz hier wieder. Die Rechnung brauchen wir nicht. Genau, bei Schmusegarne. Ich hätte auch bei Supergarne bestellt, aber die haben Urlaub. Und da dachte ich mir, nö, so lange warte ich jetzt nicht bis Ende Juli, keine Ahnung, aber es war mir zu lang. So, und ich habe mir 2 Sachen bestellt. Einmal diese und einmal diese. Die nennen sich Gipfelstürmer. So, erstmal Kiste wieder runter. Das tue ich jetzt mal weg.
Genau, Chiago. Chiago Twist heißen die. Lace. To. Also ihr seht's ja, ne? Twist. Also ich. Boah, Bombe. Genau, Gipfelstürmer. Und ich bin ja so, ich lese mir gerne Bewertungen durch. Ich finde das immer wirklich sehr hilfreich, wenn die Leute reinschreiben, entweder die Wolle ist scheiße oder sie ist gut. Ne? Also die Wolle ist weich oder die Wolle kratzt oder sowas halt. Ne? Diese ganzen Bewertungen finde ich immer total klasse. Dann habe ich mir halt zum einen erstmal die günstigste Variante bestellt, wunderschöne Sockenwolle, wo die Leute aber auch geschrieben haben, oh, top Sockenwolle, super weich. Ja gut, fässt sich an wie Sockenwolle. Also die fässt sich genauso an wie die Opal, würde ich sagen. Nennt sich Gipfelstürmer Sockenwolle Vierfach. Und zwar ist das 75 Schurwolle und 25 Nylon, also Polyamid. 100 Gramm, 420 Meter. Extra feine Merino-Wolle, super wasch ausgerüstet. Aha, okay. Ist bei 40 Grad waschbar, also Socken. Genau. Und das habe ich mir dann viermal bestellt. So ein Strang ist nicht teuer. Ich glaube, der kam 2,55 Euro. Lasst mich lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so. Und das jetzt ausprobieren, um Wolle zu färben, ist ja schon mal top. Und das dann natürlich gleich zu verstricken, ist natürlich noch umso geiler. Und überlegt mal, wie teuer so eine Opalwolle ist. Ne? Also da hinten liegt sie. Und wie teuer das ist, wenn ich mir die selber färbe. Gut, okay, Materialkosten, Wasserverschwendung, blablabla. Aber das rentiert sich dann irgendwann. Und ich freue mich so drauf. Oh, ich bin so gespannt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das gerne sehen wollen würdet. Natürlich, meinen ersten Versuch werde ich bestimmt nicht filmen, weil, ja, ich versau die Küche. So, also davon vier Stück gleich. Ne, muss ich ja lohnen, wenn ich da schon mal bestelle. Ich habe ja nicht nur einen bestellt. So, und dann habe ich die noch bestellt. Das war das zweiteuerste, aber so super bewertet, wo die Leute schrieben, das ist so weich, das gibt's gar nicht und dies und jenes, wo ich mir dachte, boah, geil. Und dann auch noch so billig. Na dann, her damit. Die nennt sich Gipfelwelten, auch Sockenwolle. Muss man natürlich nicht als Sockenwolle verwenden und man kann ja daraus machen, was man möchte. Aber die ist wirklich, ja, kratzen tut sie nicht. Man kennt natürlich weicheres, aber ich würde sie ja auch als weich empfehlen. Doch, würde ich sagen, sie ist weich. Ja. Ich würde jetzt natürlich nicht sagen, von wegen, die ist super weich. Nein, nein, da gibt es weicheres, aber die ist schon weich. Könnte man auch was anderes draus machen als Socken. Die hat auch 75 Schurwolle und 25 Polyamid. Auf 100 Gramm sind hier 400 Meter drauf. Genau. Und steht hier eigentlich. Nee, sowas wie Nadelstärken oder so steht hier nicht drauf. Ich glaube, das kann man da ja selber entscheiden. Genau. Dies aber, ich bin der Meinung, die ist dicker als die andere. Ja, na klar, hat ja weniger Lauflänge. Oh, ach, hier ist ein Baby drauf, das sehe ich jetzt. Und die sind halt zu diesen Strängen gewickelt, ne? Kennt das ja vielleicht, die schon mal Wolle gefärbt haben oder ähnliches oder Stränge gesehen haben. Ich mache es jetzt nicht auseinander, ich krieg's nie wieder zusammen. Na doch, aber. Ach, lieber jetzt nicht. Ich bin so gespannt, ich bin so aufgeregt. Merkt ihr das? Ich rede schon wieder so schnell. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr das sehen möchtet, wie ich färbe. Es gibt ja so viele Varianten, Formen, dies und das und jenes. Ach, könnt ihr mir mal sagen, genau. Und davon auch vier. Und die kam 3,50 Euro, 40, 20, irgendwie. Ich schreibe euch wieder alles unten in die Infobox, da könnt ihr gucken. Ja, ich freue mich. Ach, das wird geil. Das wird richtig geil. Da gibt es ja auch so viele Rohwolle, die man sich bestellen kann. Von Lace, Seide, Marino. Oh, geil. Stellt euch mal vor, man hört sich so ein wunderschönes Lace-Garn, färbt sich das selber und dann. Oh, ja. Einfach nur toll. So, ich brauche natürlich Farbe zum Färben. Wie soll es auch anders sein? Und da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, ein bisschen rumgefragt und viele haben dann gesagt, kauft dir Patchwork Pro. Eine Säurefarbe, die sind top. Und was ich auch gut fand, ich konnte mir da Farben aussuchen. Die haben ein riesen Farbsortiment. Was gar nicht war, auch eine Liste dabei. Ich halte das mal so kurz in die Kamera, ne? Die Rechnung liegt, glaube ich, ganz unten. Vorbereitung, hier ist sogar eine Anleitung dabei. Also richtig toll zum Wollefärben. Und wo sitzen die nochmal? Nicht in meiner Nähe, ne? Braunschweig, ne, das ist weit weg. Sogar eine Visitenkarte. Hier, genau. Diese
riesige Farbliste, extra für Baumwolle oder für Wolle. Wahnsinn. Einfach nur affengeil. Und dann halt, deswegen hatte ich mir das schon rausgelegt hier, das ist die Anleitung, wie man Wolle färbt. Also mit den Farben. Finde ich ja super. Steht auch richtig da. Anleitung bezieht sich auf Wolle, die mehr als 50% Wollanteil im Garn hat. Das ist ja die, die ich bestellt habe. Und dann habt ihr hier eine wunderschöne Anleitung. Und ich freue mich so drauf. Gucken. Auch schön. Wäre jetzt nichts für mich. Ist mir zu grell, ist mir zu farbig. Aber gut, ich zeige euch mal die Farben, die ich mir gekauft habe. Da gibt es halt 10 Farben für diesen Preis. Für 17 Euro, glaube ich, waren das. Und da kann man sich halt 10 Beutelchen aussuchen, also 10 Farben. Und ich habe mir ausgesucht Butterscotch und deswegen hatte ich nämlich farbige Hände, weil ich mir die Tüten angefasst habe und da war noch Farbe dran. Ja, Butterscotch ist zwar hier extrem knallig, aber im Internet ist das so ein schöner, ja, Hellbraunton, der so ein bisschen ins Orange geht. Ich kann zwar mit Orange nichts anfangen, aber wenn der so dargestellt ist, also wenn der so wird, wie der dargestellt ist, dann ist er schön und passt super zu den anderen Farben. Butterscotch. Dann Kaminrot, also ein wunderschönes Dunkelrot. Violett, also ein Dunkellila. Navyblau. Dunkelblau. Dann 3 Grüntöne. Bei dem sieht man das gar nicht so. Moosgrün, das sieht aus wie dunkelbraun. Ich hoffe, das ist dann aber auch grün. Das sieht wirklich aus wie dunkelbraun, ne? Na gut. Das ist halt ein schönes Moosgrün. Ein Jadegrün. Bin ich auch sehr gespannt. Farngrün. Ihr wisst ja, ich mache immer gern so Kombinationen, ne? So 2 verschiedene Blau und Grün und dann hier oben. Aber wie ich es denn im Endeffekt färbe, weiß ich noch nicht. Da kann ich mir dann ganz viel zusammenstellen. Schokoladebraun und Jet Black. Muss natürlich dabei sein, ne? Ein Schwarzton. Ist ja logisch. Wenn ich da weniger mache, kriege ich dann wahrscheinlich einen Grauton raus. Das Coole ist, man kann die auch untereinander färben. Angeblich kann man die auch mit anderen Farben färben. Ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, das wird was. Also, ich denke mal nicht, dass es nichts wird. Glaube ich einfach nicht, weil viel falsch machen kann man da nicht. Und es gibt ja wirklich so viele Anleitungsvideos schon und Pipapo und ähnliches. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch das interessiert. Ob ihr vielleicht so selbst sogar schon gefärbt habt. Da könnt ihr mir ja mal eure Erfahrungsberichte sagen. Das würde mich mal interessieren. Und ja, das war's, ihr Lieben. Naja, ist doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte. Macht aber nichts. Wie gesagt, morgen kommen die Carbons an. Die Chiago will ich unbedingt haben. Dann muss ich nochmal ins Wollgeschäft diese Woche. Ich habe noch was vor. Ich wollte mir... Kann ich nicht verraten. Verdammt. Ich muss nämlich was kaufen. Bevor ich das im Internet bestelle und das wieder das Falsche ist, und ich dann merke so, oh scheiße, ist nicht so richtig, fahre ich wirklich lieber ins Wollgeschäft. Da habe ich das dann vor mir. Kann es anfassen, kann das fühlen, kann gucken. Ja, weiß ich nicht. Ich bestelle ja gerne, aber dann wirklich mal ins Geschäft fahren, wenn man es direkt vor den Augen hat, ist dann doch besser. So, ihr Lieben, genug gequatscht. Ich denke, ich habe alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Oh, Lieblinge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.